Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ganz herzlich begrüße ich euch alle zum Konfirmationsgottesdienst am Pfingstfest. Nehmen Sie doch erstmal Platz und hin. Pfingstfest und Konfirmation, ja, das passt seit vielen Jahren hier in Bonnefer aus und anderswo sehr gut zusammen. Denn das Pfingstfest wird ja gemeinhin auch als das Fest des Heiligen Geistes bezeichnet. Und darum geht es, dass ihr beseelt werdet und seid mit dem Heiligen Geist Gottes. Andere bezeichnen Pfingsten als den Geburtstag der Kirche. Auch das passt gut, weil wir alle, wie ich eben gerade noch schnell in Erfahrung gebracht habe, richtig schön feiern werden im Anschluss an diesen Festgottesdienst. Aber begrüßen möchte ich auch all die Verwandten, die Familie der einzelnen Konfirmandinnen und Konfirmanden, die Petters und Öls, die Omas und Opas, Geschwister und wer da noch an Freunden mit dabei ist. Und ich möchte mich jetzt schon bedanken. Bedanken unseren Musikern Isabel Scheunert, Michaela Jünemann, obwohl eines deiner Kinder heute konfirmiert ist, sitzt du am Klavier und machst das. Vielen herzlichen Dank. Genauso Caroline Baumann, nachher am Horn, der hier Abendmahl feiert und sehr prominent gerade zu sehen, danke ich auch Herrn Krass, unserem Fotografen. Was bedeutet, dass sie problemlos ihre Handys jetzt in den Flugmodus fliegen können und brauchen nicht fotografieren. Er hat das letztes Jahr schon wunderbar gemacht und ihr bekommt spätestens nächste Woche alle Fotos zur Verfügung gestellt, die ihr nur braucht. Die können sich also entspannt zurücklehnen, den Gottesdienst verfolgen oder am besten lauthals mitmachen, indem wir jetzt miteinander das erste Lied singen. Ich hoffe, Sie sind gut ausgerüstet. Come on, let's go, let's celebrate. Guter Gott,
viel dir an jedem von ihnen liegt. Sei uns nahe, so wie ein guter Freund, und bestärke sie darin, dir ihren Lebensweg anzuvertrauen. Das bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen. Wir hören jetzt die Schriftlesung und stehen dazu auf. Das Evangelium für den Konfirmationsgottesdienst steht in Matthäus im 5. Kapitel. Es ist aus der Bergpredigt. Jesus sagt: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und der Licht auf meinem Wege. Halleluja. Halleluja. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der euch seinen Geist sendet, sei mit euch allen. Liebe Konfis, liebe Leute, ich bin, wie man leicht sehen kann an den Zetteln, ein absoluter Fan des ersten Teils zumindest von Fluch der Karibik und dann eigentlich von dem gesamten Mantel- und Degen-Genre und so Piratenfilmen und sowas. Da geht mir, wenn ich mir sowas angucke, so richtig das Herz auf. Warum, wollt ihr vielleicht wissen? Also, da gibt es eine Menge Gründe. Angefangen natürlich bei den vielen Degen und Säbeln, ich bin ja selber Fechter, die gekreuzt werden, die Funken sprühen, die altmodischen Pistolen, die abgeschossen werden. Also, Action pur. Aber es geht nicht nur um die Waffen. Es ist diese ganze Atmosphäre nach Abenteuer und Freiheit, die mich da fasziniert. Ah, die wehenden Flaggen auf den Schiffen, die Piraten mit ihren wilden Hüten und Federbuscheln und natürlich die Damen mit eleganten Kleidern, eine schöner als die anderen, die den Piraten den Kopf verdreht, bisschen Romantik, braucht es doch auch, oder? Also es ist, wenn man so einen Film anguckt, der eine Reise in eine andere Zeit, dann wäre das Meer der Spielplatz der wagemutigen Seefahrer gewesen ist. Vorstellung, auf einem stolzen Schiff über die Wellen zu segeln, die Schätze der Welt zu entdecken, ja zu erobern und dabei das Leben in vollen Zügen zu genießen, das ist schon einfach unbezahlbar. Der Fluch der Karibik bringt all diese Elemente meines Erachtens zumindest zusammen und verpackt das Ganze in eine mitreißende Geschichte voller Spannung, voller Humor. Und natürlich jeder Menge Piratengeheimnisse. Also, was hat das denn nun mit Konfirmation zu tun? Wer von euch kennt den Film eigentlich? Mal kurz Hände hoch. So, ein bisschen deutlicher, damit die Leute nicht lachen. Also immerhin die Hälfte von euch, ein 5 von 8, alles klar. Gucken euch heute Abend oder morgen mal an. Also, was hat das mit Konfirmation zu tun? Es ist ganz einfach. Im evangelischen Glauben, den ihr jetzt ein Jahr lang intensiv kennenlernen konntet, da geht es genauso um Freiheit, wie es in der Filmreihe Fluch der Karibik um Freiheit geht. Und wie im Film geht es auch bei uns niemals nur um äußerliche Freiheit. Klar, äußere Freiheit, das ist eine Form von Freiheit, die ich auch nicht missen kann und will. Wir leben in einer Demokratie und ich lebe gerne hier. Und ich bin heilfroh, dass jetzt nicht gleich irgendwelche Schergen reingestürmt kommen können, von irgendeinem Diktator, die finden, dass ich zu freiheitsliebend rede. Sklaverei haben wir Gott sei Dank längst abgeschafft. Aber es geht doch um etwas viel Größeres, wenn wir den Begriff Freiheit heutzutage hier in unseren freien Kontexten verwenden. Es geht um innere Freiheit. Um die Freiheit von den Fesseln, die uns daran hindern, so zu sein, wie wir doch sein könnten. Wenn wir ständig an solchen Ketten hängen oder irgendwelche Schnüren gezogen werden, die einen hier hin und dorthin manövrieren. Genau das, diese Befreiung von diesen inneren Fesseln, sehen wir auch bei Fluch der Karibik. Jack Sparrow und seine Crew, die streben nach persönlicher Freiheit. Und das nicht nur, um über die 7 Weltmeere zu segeln, sondern die wollen sich von den äußeren Zwängen befreien, die ihnen ihre Pfeile aufzwängen wollen, und von den inneren, ein Leben als elende Schurken zu führen. So ein bisschen klingt das schon nach unserem eigenen Leben. Wir haben auch unsere Kämpfe, unsere inneren Herausforderungen. Ihr Konfis, ihr werdet langsam mehr und mehr erwachsen. Ihr werdet von diesem Drang nach innerer Freiheit in den nächsten Jahren immer mehr in euch selbst spüren und erleben. Und ihr werdet die Lust an der eigenen Freiheit bemerken, sich abzulösen. Ja, vom Elternhaus, die müssen euch loslassen. Das ist ein Punkt heute, weswegen wir hier sind. Es geht jetzt los. Ablösungsprozesse. Und das ist gut so. Denn im christlichen Glauben geht es doch genau darum, um Ablösungsprozesse von allen möglichen Zwängen. Die Last, die wir haben, die uns nervt, diese zu identifizieren
und dann klar machen zur Freiheit. Und genau da kommt die Verbindung zu Flug der Karibik ins Spiel. Der Film erinnert uns daran, dass Freiheit halt nicht einfach so und über Nacht über uns reinbricht, sondern sie erfordert Mut, sie erfordert tatsächlich Risikobereitschaft und dann auch doch die Bereitschaft, wenn man sich dann mal losgemacht hat, die Freiheit zu erleben, Hindernisse tatsächlich zu überwinden und nicht nur davon zu reden. So wie Jack Sparrow und seine Crew die Segel setzen, müssen wir den Mut finden, unsere eigenen Segel zu setzen. Und unsere Ängste, unsere Probleme, dann eben zu überwinden. Bei uns Christen, besonders bei uns evangelisch, da ist das richtig bequem. Im Grunde haben wir als Evangelische die ganze Zeit so eine schöne Piratenhängematte dabei, in die wir uns reinlegen können. Diese Hängematte nennt sich die Taufe. Ihr seid schon befreit worden. Seid schon in dieser Hängematte seit einigen Jahren drin. Durch eure Taufe. Weil das höchste Wesen des Kosmos, Gott selber, es euch in diesem Moment mit der Taufe zugesagt hat, dass ihr euch da reinlegen könnt, bergen könnt in ihn. Ihr sagt ja jetzt gleich an diesem Fest, ja, wir sind bereit zu eurer eigenen Taufe. Und ihr macht das, so hoffe ich zumindest, freiwillig. Als religionsmündige Bürgerinnen und Bürger dieses Staates innerhalb der evangelischen Kirche sagt ihr ja. Das ist eine Art Eid, ein Schwur. Und dieses Ja besagt, ich begebe mich ab sofort aus meiner bisherigen Komfortzone der Hängematte, stehe ich von auf. Und ergreife ab sofort selbst Partei, denn ich bin eine religionsmündige Bürgerin oder ein religionsmündiger Bürger, der konfirmiert ist. Ihr bekennt das gleich. Das macht ihr öffentlich. Hier vor Gott und vor diesen Leuten. Und ihr erklärt damit, dass ihr Gott so, wie es das evangelische Christentum lehrt, annehmt, bekräftigt ist. Und das wird folgbar. Spinner werdet ihr genannt werden, die von den Kirchen. Bist du noch nicht ausgetreten? Mein Gott, wie kann man in so einem Verein Mitglied sein? Du weißt doch, was die da treiben in ihren Sakristeien. Mein Gott, da bist du Mitglied. Von den vielen Unwissenden und Spöttern in unserem Land braucht ihr keine Gnade mehr erwarten. Und der braucht ihr keine Zustimmung mehr erwarten. Das ist vorbei. Es braucht mittlerweile in diesem Land, mitten in Europa und heute wieder Mut dazu, sich zum Christentum zu bekennen. Zu sagen, laut und deutlich, ja, ich bin Mitglied der evangelischen Kirche. Im Angesicht des Unglaubens, des Hasses und der Borniertheit. Ihr müsst alle acht ganz schön verrückt sein, dass ihr heute Morgen hier sitzt und gleich aufsteht und ja, wir sind bereit, sagen werden. Ihr könnt noch fliehen. Greift das Tau, schiebt euch raus und haut einfach mal. Noch ist die Gelegenheit. Ihr bleibt sitzen. Gut für euch. Den Flug der Karibik. Sehen wir, wie Jack Sparrow und seine Crew mutig in die Freiheit hineinsegeln. Lasst uns gemeinsam deren Beispiel folgen. Lasst uns unseren eigenen Weg finden. Egal, was irgendwelche Leute sagen, wir sind doch allesamt Kapitäne und Kapitäninnen unseres eigenen Lebens. Eben drüben im Kaminzimmer habe ich es gesagt, von Comfy. Seid ihr jetzt befreit? Und vor lange müsst ihr euch jetzt nicht mehr angucken oder anhören. So aber, wie wir uns als evangelische Kirche auf den Weg gegeben haben, das geht doch über diesen Unterricht, den wir da jetzt ein Dreivierteljahr, ein knappes Jahr gemacht haben, und über ein paar Gottesdienstbesuche und ein paar tolle Praktika, die ihr gemacht habt, weit hinaus. Werfen wir dazu mal zu dem, was wir so noch anbieten,
Ein Blick auf die Mannschaft des Gegenschiffs, der Black Pearl. Das sind, für die, die den Film nicht gesehen haben, das sind sehr, sehr gruselige Gestalten, die als untote Piraten verflucht und in Skelettgestalt bei Mondlicht auf den Weltmeeren herumspuken, um in eine Ewigkeit hinein Leute einzusuchen und zu überfallen. Klingt nach einer ziemlich schrägen Truppe. Aber lasst uns hier nicht vorschnell urteilen. Hinter diesen schaubigen Gesichtern steckt eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht bei jedem Einzelnen dieser Filmgestalten nach Erlösung. Denn mal ehrlich, wer will denn schon ewig als Piratengeist über die Weltmeere spuken? Jungs und Mädels von der Black Pearl haben wirklich den Kürzeren gezogen. Stell dir das doch mal vor, bevor in einem Zustand zwischen Leben und Tod zu sein, verflucht und ohne Aussicht auf ein Leben und auch ohne Aussicht, endlich diesen Zustand hinter sich lassen zu können und endlich zu sterben. Klingt nach einer schönen Portion Pech. Man könnte Mitleid bekommen, wenn man bedenkt, dass die verdammt sind, ewig als Seemänner herumzuspulen. Aber wisst ihr was, das Ganze hat eben auch eine Lehre für uns. Deswegen sind solche Filme auch anziehend, weil sie Motive aufgreifen, die wir hier in der Kirche die ganze Zeit schon verbreiten und mit denen wir leben wollen. Wir sind im Grunde alle so ein bisschen wie diese Seeräuber. Wir tragen unsere eigenen Flüche mit uns herum. Wir tragen unsere eigenen Lasten mit uns herum. Okay, es sind keine verfluchten Münzen. Es sind keine mysteriösen Tränke. Aber wir haben doch alle irgendwie schon unsere eigenen inneren Dämonen. Die Mannschaft von der Black Pearl erinnert uns daran, wir eigentlich allesamt und miteinander auf der Suche nach so etwas sind, was wir Christen Erlösung nennen. Wir wollen doch so gerne von unseren Macken, von unseren Fehlern befreit werden, von unseren inneren Ketten uns lösen und endlich unser wahres, unser volles Potenzial entfalten. Und jetzt kommt der Clou. Im christlichen Glauben gibt es genau diese Sache, die sich Erlösung nennt. Durch Jesus Christus sind wir doch jetzt schon mittendrin in unserer eigenen Erlösung. Die ist nicht endgültig, unsere Macken und Fehler bleiben erstmal. Aber wir lassen mit ihm zusammen unsere eigene Gottverlassenheit hinter uns und führen danach, weil das bedürfen wir, das muss man ohne Intellekt geht es ja nicht. Und führen danach ein wesentlich befreiteres, angstloses, zwangloses Leben. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede, ich mache das schon dabei. Und das kann man, das kann ich, das könnt ihr, weil Gott uns liebt. Weil wir uns als evangelische Christinnen und Christen gegenseitig darin bestärken und unterstützen. Nicht im bloßen Lippenbekenntnis, sondern eben in Wort und Tat. Oliver aus hier und auch die Johanneskirche bieten dazu richtig große Entfaltungsmöglichkeiten. Ich sage ja immer mal wieder, wir haben hier eine Kirche, vielleicht haben Sie eine Idee. Für euch heißt es erstmal, vielleicht gemeinsam mit der Jugendgruppe, vielleicht habt ihr Lust im Kindergottesdienst-Team mitzuarbeiten. Oder eine von uns macht das schon im neu gegründeten akademischen, theologischen Seminar. Oder eben da, wo du dir was Neues ausdenkst und sagst, Parallel kann ich den auch haben. Der Kirchenvorstand von uns und ich selber werden 99,9% Ja sagen und uns freuen, wenn ihr sagt, wir wollen hier mal die Wahl nutzen. Hey, die bezahlen eure Eltern mit Kirchensteuer. Warum werden die so wenig genutzt? Das ist schon putzig, oder? In diesem Sinn, liebe Konfis, liebe Leute, mögen wir alle unsere eigene innere Erlösung finden und unsere inneren Sektiers zur Ruhe bringen. Auf zu neuen Abenteuern, ohne verfluchte Schatzkarten, aber mit einer Extraportion Freiheit und Gottvertrauen. Euch zu Sales and let's set sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unser
Herrn. Thank you.
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gut. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, gib dir seine Gnade. Schutz und Schirm vor allem Argen. Stärke und Hilfe zu allen Guten, dass du bewahrt wirst zum ewigen Leben. Gib dich im Frieden des Herrn. Johanna Hiedemann. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf alle deinen Wegen. Inke Klose. Denn auch die Finsternis wäre für dich nicht finster. Die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis ist wie das Licht. Engel Kraus. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer wieder. Till Kraus. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Mia Nels. Wer
auf Gott hofft, wird von Güte umfangen. Linda Rother. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ihr könnt nämlich mitbestimmen. Ab jetzt sowieso und vorher eigentlich auch schon.
Ende, Tag, jede Stunde und immer willkommen. Im Bonhoeffer-Haus, im Bonhoeffer-Haus und auch ganz allgemein. Deswegen möchte ich euch dazu aufrufen, mitzumachen und mitzugestalten. Und dafür auch genug Worte von mir im Namen des Kirchenvorstandes. Gott segne euren Konfirmationstag und euren weiteren Lebensweg. Habt einen tollen Tag, heute und vielleicht auch morgen und feiert schön. Thank you.
Konfirmierten, in die Jugendzeit, zum Selbstständigwerden. Lass jede und jeden den eigenen Weg finden. Geh dann auch mit, wenn sie Umwege machen. Und wenn sie stürzen, hilf ihnen auf. Lass sie und uns alle Freude am Leben haben, am Arbeiten und Feiern, am Träumen und Spielen, an Verantwortung für sich selbst und auch für andere. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Steh auch den Eltern bei, wenn sie ihre Kinder jetzt zunehmend selbstständig werden lassen. Gib ihnen Kraft, gib ihnen Vertrauen, sie freizugeben, aber auch festzubleiben, wenn es nötig ist. Erhalte in den Familien die Achtung voreinander, wenn Konflikte sich verschärfen, dass sie sich auch dann auf sich verlassen können. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten um deinen Schutz und um deinen Segen für die Arbeit in Schulen, in Ausbildungsstätten und in Heimen. Für die Lehrer, Leiter und Erzieher, Frauen wie Männer, Geduld und Fantasie. Lass deinen guten Geist wirksam sein dort. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Gib du uns Freude an der bunten Vielfalt des Lebens, die du, unser Gott, hast werden lassen bei uns Menschen und all deinen Geschöpfen, du Ursprung und Freund, alles Lebendigen. Wir rufen, Herr, nimm sie auf in dein Reich und lass sie schauen, was sie geglaubt haben. Wir bitten für alle, die trauern, tröste sie durch dein Wort und erhalte ihre Schritte auf dem Weg der Liebe. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Dir vertrauen wir uns an, guter Gott, mit allen, die unser Leben begleiten. Lass uns in dir geborgen sein und bleiben. Amen. Nehmt doch das.
Thank you.
Danke dem Herrn, und er ist freundlich. Halleluja. Und seine Gnade währet ewiglich. Halleluja. Wir danken dir, Herr, dass du uns durch deine Nähe gestärkt hast und bitten dich. Verleihe uns, dass die Ohren, die dein Wort gehört haben, verschlossen sind für die Stimme des Unfriedens. Dass die Augen, die deine große Liebe gesehen haben, die Seligkeit schauen, die du verheißen hast. Dass die Zungen, die heute dein Lob gesungen haben, die Wahrheit bezeugen. Dass die Hände, die gerade deine Gaben empfangen haben, Gutes tun zu deiner Ehre. Dass die Füße, die hier in dein Haus gekommen sind, nicht abirren von den Wegen des Lichtes. Dass die Leiber, die Anteil gehabt haben an deinem lebendigen Leib, in einen neuen Leben wandeln. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Bitte bringen Sie diese mit. Für alle anderen gibt es Tageskarten zu einem ermäßigten Preis.
kommen Sie dann gerne eine Viertelstunde vorher ins Fahrrad vorbei. Am Sonntag, den 4.6. Trinitatis, ist um 10 Uhr Gottesdienst kompakt mit Pfarrer Pfeiffer. Der Wochenspruch aus Sacharja 4, Vers 6b geleitet sind durch die kommenden Worte. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wir wünschen Ihnen allen einen wunderschönen Konfirmationstag. Dann geht in diesen Festtag, in die neue Woche hinein, unter Gottes Schutz und Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.